Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des War of Mine. Ich glaube, ich würde die bombardierte Schule nochmal besuchen. Hier gibt es noch Kram. Wir nehmen dazu Marco mit, auch wenn er angeschlagen ist. Ja, wir sind leider nur zu zweit. Sonst hätte ich ihn daheim gelassen, aber es bringt jetzt erstmal nichts. Und wir nehmen natürlich ein Sägeblatt mit. Das werden wir aufbrauchen. Dann haben wir Platz. Los geht's. Das ist der Plan. Sägen. Schön mitnehmen. Was ist das? Alkohol oder was? So ein Billigkram. Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Na toll. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie denn dem Scharfschützen getan? Sie hat den Strom ausgeschaltet. Der Lehrer hat gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Also ganz ehrlich, dafür habe ich jetzt ein Sägeblatt verwendet. Ach, hier ist der Kühlschrank. Oder war das jetzt in einem anderen Haus? Nee, ja. Ah, gefunden. Was haben wir denn da? Schnaps und reiner Alkohol. Zweimal essen ist gut. Wir nehmen das Holz mit. Hier war nichts Gescheites drin, ne? Ah, nochmal ein Sägeblatt. Verdammt. Ein Sägeblatt. Ja, das Versteck haben wir gefunden. Alles gut. An die Kiste, da komme ich gar nicht erst ran.
Ich war nicht so schlau, hier oben was zu lassen, oder? Einen kleinen Loot-Container, damit ich was reinstopfen kann? Nee, so schlau war ich nicht. Muss ich mir angewöhnen, am Eingang was zu lassen. Gut, aber ich glaube, wir sind voll und wir haben auch gut Kram dabei. Da wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Tag 10. Echt jetzt? Pavel wurde leicht verletzt. Und Bruno hat was von den Plündern mitgebracht. Zucker ist, finde ich jetzt nicht so spannend. Das da muss ich gucken. Ich muss jetzt erstmal schauen. Also, Marco. Wird erstmal eine Dose futtern und sich erstmal hinlegen. Er ist leicht verletzt, nimmt sich jetzt einen Verband. Und geht schlafen. Sehr müde. Du kochst erstmal was. Ich brauche Ruhe. Scheiße. Stell erstmal was her. Da musste ich leider aus dem Bett scheuchen. Sorry. Jemand an der Tür. Du isst erstmal was. Leicht verletzt, traurig und müde und hungrig. Also erstmal was essen. Das dürfte Alkohol sein. Jo, was geht? Händler. Was könnte ich denn handeln? Interessant. Ja, komm, regt ab. Was ist ihm denn wichtig? Nichts Besonderes, interessant. Wir können uns einigen, am Arsch die Räuber. Sag mal. Waffenteile brauche ich doch für ein Sägeblatt, ne? Obwohl, ich habe noch 4. Thank you.
Erstmal das Handeln. Dann schauen wir mal, was wir uns herstellen können. Da geht doch was. Ah, ein Ofen wäre natürlich... Wir stellen jetzt erstmal hier eine Falle her. Eigentlich könnte die auch nachher herstellen, oder? Nicht, dass mir der Händler jetzt abhaut. Ich würde gern vielleicht noch was handeln. Ah ja. Tun wir so einen Dünger rein. Das fehlt. Lass uns handeln. Ich habe noch eine Idee. Warte, ich weiß, was mir fehlt. Das da hätte ich gern. Du kriegst von mir... Gut, dann packe ich noch... Sehr gewöhnlich. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Das war Tabak, was der damals dann mitgeholt hat. Das ist natürlich nicht so toll. Tabak? Ich denke, der Kurs für Tabak ist so gut. Interessant, das ist gut. Ja, gell? Und natürlich dann Holz. Prima. Mit Hilfe von Düngemittel. Da brauchst du auch noch Düngemittel, ey. Wir stellen uns jetzt erstmal einen Ofen her. Ha, hier. Ist vielleicht mal nicht schlecht, wenn man schon mal einen hat. Nachher, wenn es kalt wird, wird es dann ein bisschen eng, sage ich mal. Ich blute aber nur ein bisschen. Hallo, du bist bangagiert. Was geht denn? Hol mir jetzt nicht die Ohren voll, ehrlich. Kann ja wohl nicht sein. Wir reißen uns hier den Arsch auf und zwar gemeinsam, damit das was wird. Den Ofen kann ich upgraden. Okay, so ein Thermostat, das muss ich erstmal... Da muss ich wahrscheinlich erstmal hier ein Upgrade machen. Da brauche ich mehr von diesen Dingern. Bestandteile Holz, ja, hier fehlt es ja von allem. Ich würde, glaube ich, erst die Werkbank gerne mal ein bisschen aufmotzen. Dann kannst du auch gleich noch ein bisschen Essen kochen, wenn du schon dabei bist. Und Wasser, glaube ich, sollten wir auch mal herstellen wieder. Ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen. Komm, das kriegen wir hin. Hol nicht so rum.
Sieht doch alles gut aus. Komm, setz dich in den Sessel. Ah, stopp. Vorher hören wir uns noch die Nachrichten an, was in der Stadt so los ist. Davon habe ich aber jetzt nichts gemerkt. Ach, die Zeit geht schon wieder rum. Und da kommt die Nacht. Da ist sie, die Nacht. Und diesmal sind wir wieder zu dritt. Bruno, der Koch, der sieht doch am allerbesten aus. Das ist doch so prädestiniert für Wache stehen. So, wir haben jemanden, der ist leicht verletzt. Der muss mal im Bett schlafen. Leicht krank und traurig, kann aber plündern gehen. So sieht's mal aus. Das ist die beste Einstellung jetzt gerade. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir, was wir tun können. Bordell, sehe ich gerade, ist aufgepoppt. Was gibt's da außer Gefahr? Da gibt's so alles, ne? Wer für eine Dose Fleisch flachgelegt werden möchte, wird hier fündig. Was? Okay. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Und wir schauen nächste Woche, nächste Runde wieder rein. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss.